So. Moin. Klaus, Henry. Ja? Das ist immer schön, wenn man die Kunden kennt auch und man hat eine ganz andere Beziehung zu. In der Erntezeit ist Klaus Osters im Dauereinsatz. Er ist der Pannenhelfer für die Landwirtschaft. Wir müssen jetzt gucken, dass es auch vorwärts geht. Ne? Also ungelogen, ich würde sagen, es gibt nichts, was Klaus nicht reparieren kann. So, jetzt probier es mal einmal. Sieben Uhr früh und der Trecker ist weg. Was steht der hier oben? Wo haben Sie denn hingefahren? Der Trecker soll schnellstens raus zum Ernteeinsatz, doch jetzt geht erstmal gar nichts. Steht hier noch, oder? Dann machen wir mal gerade das Stromaggregat an. Der Schlepper, der soll eingesetzt werden für den Transport von Mais. Da riefen die Kollegen gerade an von der Häckselkette, die haben da einen Trecker kaputt. Und da soll dieser erstmal aushilfsweise mithelfen. Jetzt sehen wir gerade, der ist gestern Abend ist er wiedergekommen und hat jetzt einen Platten. Ne? Osters ist Landmaschinenmechaniker in Bad Iburg bei Osnabrück. Wagenheber, Klötze, Bock, ne? Zum Abstürzen und dann den großen Schlagschrauber, 30er Nuss. Ja, dann sind wir da ja was schneller. Der platte Reifen wird auf die Schnelle nur zur Hälfte aufgepumpt, um den Traktor rüber in die Werkstatt zu fahren. Zum Reifenwechsel. Klaus Osters ist Spezialist für alle Notfälle. Improvisieren ist seine große Stärke. Einen Reifenwechsel macht er mit links. Normalerweise. Ja. Lennart, die haben wir schon. Der ist komplett, die sind irgendwo an eine scharfe Kante hergefahren. Und der ist komplett kaputt. Komplett aufgerissen, das Ding. Das ist jetzt, müssen wir mal schauen, was wir noch haben, was noch so geht. Vielleicht können wir vom anderen Schlepper auch noch ein Rad nehmen, muss aber die gleiche Größe haben. Wir können nicht zwei unterschiedliche Räder dran bauen. Das würde das Getriebe dann auch nicht halten. Ne? Das Reifenproblem ist größer als gedacht. Passender Ersatz muss her. Osters Kollege sucht im Reifenlager danach. In der Erntezeit muss es immer schnell gehen. Der Mais muss von den Feldern. So. Für die Landwirte und Lohnunternehmer ist jede Stunde, die eine Maschine steht, verlorenes Geld. Und hier mal erst drauf. Klaus Osters arbeitet bei der Firma Poggemann in Bad Iburg. Sie verleihen Maschinen und betreiben die Landmaschinenwerkstatt. Wann immer in der Region ein Trecker streikt, sind sie gefragt. Ja? Ja. Der Kollege meldet sich aus dem Lager. Wo hast du denn unten im Reifenlager einen stehen oder was? Ja, mach mal schon fertig, weil ich zieh den gerade runter, dann bin ich ja schon so weit. Dann haben wir Zeit gespart, ne? Das ist halt so, wir müssen improvisieren, es muss weitergehen, ne? Und wir haben heute sowieso keine Chance, noch irgendwo einen Reifen wegzubekommen. Also von daher müssen wir schauen, dass wir da erstmal jetzt so in die Gänge kommen, ne? Mach den Mann schon sauber, dann seifst du den schon ein, an der Wulst, ne? Der Ersatzreifen ist eigentlich zu schmal. Hauptsache, er hält den heutigen Tag durch. Ich hol mal gerade die Bombe, ne? Das ist eine Luftbombe, ist das. Da wird die Luft komprimiert in einem Behälter und die wird abrupt losgelassen. Und dadurch entspannt sich der Reifen auf der Felge. Also die springt dann quasi auf das Felgenhorn besser drauf. So, den kannst du schon voll machen, Lennart. So, wie gesagt, dann macht Puff, wenn einer mit Ohren Stress hat, muss er was sagen, ne? So. Gerade mal 15 Minuten hat der Reifenwechsel jetzt gedauert. Muss man den erst ein bisschen hinarbeiten.
Die Maschinen so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen, das ist das oberste Ziel. Und keiner ist darin so gut wie Klaus. Dann holst du den Drehmoment, 550 Newton. Der Lohnunternehmer muss schnell wieder los. Wenn man das Fahrzeug gebraucht und man steht da mit einem platten Reifen, das ist immer eine ärgerliche Sache. Ne? Aber im Großen und Ganzen, sag ich mal, ist das heutzutage kein Problem mehr, sind diese Werkstätten sehr flexibel und helfen einem da schnell. Ne? Und von daher sehen wir das Ende jetzt entgegen. Ne? Der Trecker kann erst mal wieder los zum Einsatz auf dem Feld. Spätestens morgen wird er den passenden Reifen bekommen. Landkreis Osnabrück am Teutoburger Wald. Die Maisernte läuft auf Hochtouren. Wegen der Trockenheit startete sie in diesem Jahr früher als sonst. Die Landwirte rechnen mit Einbußen, versuchen aber zu retten, was zu retten ist. Klaus Osters ist von Mai bis Oktober im Dauereinsatz. Zusätzlich zur Werkstatt ist er als Pannenhelfer für Landmaschinen unterwegs, von Feld zu Feld und von Hof zu Hof. Wenn die Bauern ein Problem haben, rufen sie ihn. Moin! Versuchen wir mal gucken, was das sein kann. Gestern Abend die Rinder umgetrieben von einem Koppel hierher. Und dann haben wir den Schlepper hier reingefahren zur Absperrung, damit die nicht weglaufen. Und dann springt er nicht mehr an. Entweder Strommangel, Anlasser, das können mehrere Sachen sein. Also Batterien sind schon mal, ist schon mal ein Fall, das kann man ganz klar sagen. Dann gibt es Kontaktschwierigkeiten, es gibt Anlasserprobleme, dass die Anlasser nicht richtig durchziehen, etc. Ne? Also da ja, macht da schon gar nichts. Ja, das wird eine Batteriegeschichte werden hier. Batterie, meinst du? Ja. Bernhard Dölken hat Ackerland und Milchvieh. Sein Trecker ist schon über 30 Jahre alt und hier jeden Tag im Einsatz. Der Landwirt ist auf ihn angewiesen. So, jetzt probier's mal einmal. Jawohl. Lass mal laufen, ne? Ja, definitiv Batterieschaden. Wird ein Zellenschluss sein. Das kommt dann immer abrupt. Nachher, wir machen eine Batterie fertig, dann bringe ich heute Nachmittag mit dir eine Batterie vorbei. Machst du denn auch wieder so eine drin? Können wir so ein Powerpack können wir da wieder reinbauen, ja. Die hat ja eine gute Haltbarkeit gehabt, ja. Das muss ich echt sagen. Ja. Nee, das können wir machen. Dann besorge vor allem auch bei kaltem Wetter Durchzugsvermögen. Genau. Die Fütterung ist gerettet. Aber eine neue Batterie muss dringend her. Osters weiß, dass viele Landwirte sich vor neuen Anschaffungen scheuen. Also es wird mehr, dass ältere Landwirte da sind. Das sind dann so mittelständische Betriebe noch, wo man nicht so richtig weiß, wie es dann ja weitergeht. Da, ne? Die haben es halt sehr schwer zu überleben. Ne? Die investieren dann auch dementsprechend nicht mehr so viel. Da wird mehr repariert. Und auch weit vorausschauend dann halt geguckt, was investiere ich überhaupt noch und wie stelle ich mich neu auf. Ne? Der nächste Einsatz. 600 Schweine von Bauer Henrik Töniges warten dringend auf ihr Futter. Der Landwirt hofft, dass Klaus schnell helfen kann. Moin! Klaus, Henry. Ja? Was hast du ein Problem hier? Ach du, ja? Meine Futteranlage streikt. Streikt wieder? Die Schnecke, die Getreideschnecke im Sumpf, dreht sie nicht mit. Ich wollte eigentlich morgen beginnen mit der Getreideauslagerung. Und jetzt steht die Schnecke. Über ein Rohrsystem wird das Getreide vom Silo in den Futtermischer transportiert. Eigentlich. Doch jetzt streikt die Förderschnecke.
Ein riesiger Korkenzieher, der mitten im Rohrsystem steckt. Wie war das denn? Da ging doch über so eine, die Schnecke treibt hier doch den Motor an und dann hast du doch, weiß nicht, noch eine Klauenkupplung, wie war das noch? Ja, irgendwie wird das geschaltet, ne? Oh, das geht schon gar nicht los hier. Da hat es auch noch nicht los, ne? Ne, da sind wir noch nicht dran gewesen. Da müssen wir doch mal eine große Rohrzange haben, Henrik. Hast du den Bulli? Da, ja, müsste da, so eine rote müsste da im Kasten liegen. Welche brauchst du denn, ganz große, oder? Ja. Dass ich da erstmal ein bisschen Bewegung reinkriege, weil diese Klaue, die rastet da wohl nicht richtig ein. Ach so. Klaus' große Stärke ist die schnelle Fehlersuche. Wie überall ist Zeit immer der begrenzendste Faktor, den wir haben. Und wenn man da nicht auf gute Leute vertrauen kann, die mal reparieren können, wenn es wirklich brennt. Ich meine, man versucht manches selber, aber manches kann man nicht und manches hat man auch keine Zeit zu. Und dann ist schon gut, wenn so jemand wie Klaus kommt und das schnell reparieren kann. Hast du da noch mal was dickeren Hammer? Ja, habe ich hier. Ein Fäustel? Ja, Fäustel, das reicht schon, glaube ich. Habe ich hier einen liegen. Auf jeden Fall dreht sich hier schon mal ein bisschen was. Kannst du hier? So, wenn ich den jetzt da noch mal ziehe. Augenscheinlich sitzt die Kupplung fest. Muss man sich vorstellen, das ist ungefähr, das sind zwei Teile, die mit einmal zack ineinander greifen und dann kraftschlüssig sind. So, und diese Muffe, die hat sich mit der Zeit rausgedreht und die läuft jetzt voneinander her. Und jetzt läuft diese Zubringerschnecke von dem Sumpf, die läuft nicht mit. So, infolgedessen kann kein Getreide nachfließen und vor allen Dingen nicht gefördert werden zu seiner Anlage hin. Man muss sich gerade eben gucken. Jawohl! Läuft. Und? Läuft. Das sieht gut aus. Was würdest du denn empfehlen? Ich weiß nicht, was besser ist, wenn wir jetzt... Dabei müssen wir sowieso wieder. Ich meine, ja. Können wir auch die Verkantung ist erstmal gelöst. Langfristig braucht der Landwirt aber Ersatzteile. Ja, geht das schon. So. Okay. Ja, Henrik, das war's soweit. Alles klar. Besten Dank erst. Die Ersatzteile, die bestelle ich dafür. Ja? Alles klar. Alles klar. Schönen Bis Dank. Dann, ne? Jo, tschüss. Tschüss. Zeit für eine kurze Mittagspause. Klaus Osters wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Bad Iburg. Nur 5 Minuten von der Landmaschinenwerkstatt entfernt. Ich habe ja nie die Stelle gewechselt. Wie gesagt, ich bin 32 Jahre jetzt in der Firma. Und für mich gab es immer Mittag zu Hause. Ich möchte das auch nie missen. Klaus hat schon seine Ausbildung bei Poggemann gemacht. Also ungelogen, ich würde sagen, es gibt nichts, was Klaus nicht reparieren kann. Von Staubsauger zur Waschmaschine, zur Spülmaschine, Gefrierschrank, Fernseher, Radio. Also ich brauche eigentlich nie einen Techniker rufen. Ein Mann, der alles kann, das ist wirklich so. Das ist von Vorteil. Das ist auch in der Familie bei allen anderen so. Wenn irgendwas kaputt ist, dann wird Klaus angerufen. Das ist für ihn dann manchmal natürlich auch ein Fluch, aber... Das ist auch so. Aber dadurch ist man natürlich automatisch auch sehr beliebt. Doch Zeit für Reparaturen in der Familie bleibt während der Erntezeit kaum. Ist halt eine unruhigere Zeit. Das ist dann schon so. Passiert auch schon mal, dass man mittags mal durchrutscht. Das ist dann aber auch nicht so schlimm. Das passiert dann nicht immer. Das ist manchmal, wenn dann halt Notfälle da sind, die dann behandelt werden müssen erstmal, dann gibt es halt Abend ein warmes Essen und dann ist das auch gut. Das reicht dann. Ja, aber wir sind das auch nicht anders gewohnt. Ich selber komme ja auch von der Landwirtschaft. Ich weiß, wenn jemand Not hat, hat er Not. Das ist ja nicht so, dass da ein Stück Butter im Kühlschrank fehlt, sondern dann fällt die Fütterung aus und dann muss er losfahren oder der Drescher fällt aus. Und dann kann man ja nicht mal eben Sonntag Sonntag sein lassen, sondern da muss er halt wieder los. Zurück in der Werkstatt. 14 Landmaschinenmechaniker arbeiten hier an 6 Tagen in der Woche. Während der Erntezeit gibt es einen 24-Stunden-Notdienst. Auf Klaus wartet jetzt ein besonders heikler Fall. Also, wir haben jetzt ein Problem an der Biogasanlage. Da ist es so, da wird die
die Frischgülle kann nicht transportiert werden, weil irgendein Schieber nicht vernünftig funktioniert. Können aber erst vor Ort gucken, was genau da Sache ist. Das kann ich jetzt auch noch gar nicht abschätzen. Ne? Das ist auch hier Biogasanlagen, das ist immer schon ein bisschen schon aufregend. Ja, da schauen wir mal. Biogasanlagen sind erst in den letzten 15 Jahren richtig populär geworden. 540 Anlagen gibt es inzwischen in Niedersachsen. Für den Landmaschinenmechaniker sind sie eine echte Herausforderung. In der Ausbildung hat er das nicht gelernt. Hier geht es nicht um Schrauben, Batterien und Bolzen. Die Technik ist viel komplexer. Moin, Markus. Klaus, wir haben eine Störung. Kommen wir mit. Ja, zeigt ihr dir was an, oder? Zu Biogasanlagen gehört viel Computer-Know-how. Das ist jetzt ein Fermenter, da kläre ich Markus auf. Was ist das denn hier Fermenter, was das ist der Rezirkulationsschacht. Ja. Und das ist ein Ventil vom Rezirkulationsschacht zur Anmischung. Ja. Und dort alles gibt klar. Es eine Fehlermeldung. Aber warum? Das ist der. Markus Große Albers erzeugt in seiner Anlage Strom und muss Kunden beliefern. Das ist das Ventil. Wir können die Klappe hier vorne noch wegmachen. Ach so. Ja. So, und das ist das Ventil, was jetzt nicht mehr arbeitet. Genau, der möchte nicht mehr. Und das Substrat, das kommt dann? Von da, durch den Schieber. Da durch. Am Behälter. Okay, aber wir haben hier schon ein Zeichen, dass der Anschlag gefahren ist. Aber jetzt fährt das nicht wieder in eine andere Richtung wahrscheinlich. Nein. Das könnte natürlich jetzt sein, dass der Schieber in sich schwer klemmt, ne? Ich will mal gerade gucken, ob ich da noch den Sensor so ein bisschen mal gucke, ob ich die Funktion drauf kriege. Ah, da kommt schon was. Also der ist auf jeden Fall von der Abschaltung her ist er da, ne? Ja. Ernährungsschalter. So, jetzt haben wir als nächstes, das ist ja pneumatisch angesteuert, also ein luftgesteuerter Zylinder. Das ist ein pneumatisches Steuerventil, was diesen Zylinder einmal dieses Ausfahren oder Einfahren ansteuert. So, und wir haben hier jetzt eine elektronische Ansteuerung und man könnte jetzt erstmal schon mal feststellen über eine Mechanik. Wir haben hier eine ganz kleine Schraube. So, wo ich den Zylinder mechanisch jetzt mitfahren könnte. Die müsste ich jetzt verstellen in eine andere Richtung. Jetzt hätte der Zylinder schon fahren müssen. Und das macht er jetzt gar nicht. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Haben wir gar keine Luft oder halt das Ventil klemmt oder ist verdreckt oder, die, ja, oder es hat gefressen halt. Ne? Naja, das ist schon 7, 8 Jahre drin. Auch da gibt die Technik mal auf. Ne? Ja. Also Klaus hofft, dass er den Fehler gefunden hat und es wirklich nur an dem Ventil liegt. Wie lange kann das denn außer Betrieb sein, das ganze System hier? Oder? Ja, je schneller, desto besser. Ja. Das ist so. Also ohne, dass du jetzt irgendwie Ausfall hast, ist ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt einen Tag hier aussetzen, dann hast du ja auch zu wenig Gas irgendwann, ne? Ja, oder? Das geht schon nach 3, 4 Stunden los, dass dann irgendwann mal die Gasproduktion einbricht. Und das bedeutet für den Landwirt Umsatzausfall. Pro Stunde mehrere hundert Euro. Ja, das ist dann bitter. Aber wir haben ja eine findige Landmaschinenschlosserei um die Ecke. Die kriegen das bestimmt schnell wieder hin, ne, Klaus? Ja, mal gucken. Wir geben alles. Ja. Pass auf, dann müsste ich es aber so mal, ich müsste das Ventil ausbauen. Dann müsste ich unseren Lageristen das gleich mal kurz eben geben, ob der da schnell was auftun kann. Vielleicht können wir auch erstmal provisorisch was machen. Zum Leitung. Klaus nimmt das Ventil raus. Er muss jetzt schnell Ersatz besorgen. So. Gut, wir müssen jetzt gucken, dass es auch vorwärts geht. Ne? Wie der Kunde schon sagt hier, er hat da schon viel Ausfall durch. Das ist einmal Strom, er produziert ja Strom. Und er schickt auch Fernwärme zu den Schulen hin noch. Ne? Jetzt ist zwar Gott sei Dank, es ist einigermaßen warm, wenn sowas jetzt im tiefsten Winter passiert. Dann hätten wir ein arges Problem. Dann haben wir hier, also würden wir andersrum springen, das ist ganz sicher. Ne? Dann ging das hier schon mehr zur Sache, weil das ist Geld für ihn. Ne? Ja, okay. So, dann schaue ich mal soweit. Ne? Meldest du dich zurück. Bis dann. Dankeschön, dass ihr so schnell gekommen seid. Alles klar. Bis später. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schnell zurück zur Werkstatt. Das defekte Ventil hat jetzt oberste Priorität. Es ist schon 14 Uhr
und es muss heute noch ein neues her, egal wie. Klaus hofft, dass Lagerist Karl-Heinz Klöntrupp schnell helfen kann. Moin, Karl-Heinz. Karl-Heinz, ich brauche hier noch ein neues Luftventil. Das muss das gleiche werden. Das, okay. Es muss jetzt nicht der gleiche Hersteller sein, aber die Funktion, die muss die gleiche sein. Einfach, gut, ne? Machen wir. 24 Volt, genau. Dann Frage, haben wir dieses Akku-Pack bekommen für den Kunden aus Bad Lahr? Ja, habe ich da. Hast du da? Ja. Oh, yeah. Klaus Osters war der zweite Auszubildende bei Poggemann. Karl-Heinz, der erste. Schwer, wa? Ja, 4-2, da wollen wir auch drauf passen. Die Batterie ist für den Trecker von Bernhard Dölken, dem älteren Landwirt von heute Morgen. So. Ah, Bernhard, moin! Moin. Hallo. Immer noch Action, wir sind immer im Action. Ja, ich habe dir deine neue Batterie mitgebracht. Die Powerbank, die bauen wir gerade eben ein. Ne? Mit 16 hat Klaus Osters seine Ausbildung begonnen, später seinen Meister gemacht. Seit über 30 Jahren ist er in der Region unterwegs. Er kennt die meisten Bauern im Landkreis. Es ist immer schön, wenn man die Kunden kennt auch und man hat da eine ganz andere Beziehung zu. Und die wissen, was man für Arbeit macht auch und die vertrauen einen. So wie jetzt auch der Kunde, der ist weiter am Füttern. Und er weiß genau, dass ich hier nicht rumstehe und mache meine Arbeit hier und bin dann wieder weg. Ne? Das ist schon gut. Eine neue Batterie plus Einbauservice kostet ca. 250 Euro. Ein Notfalleinsatz am Wochenende kann auch schon mal viel teurer werden. Wie war hier die Maisernte so, Bernhard? Ja, Trockenschäden, ne? Trockenschäden? Ja. Ja, hier ist schon sandiger Boden, ne? Ja. Ihr habt doch schon mehr Einbußen daneben, ne? Und Gras wächst auch kaum hier, oder? Die Dürre macht ja dieses Jahr ist ja ganz extrem, ne? Ja. So, Bernhard, dann müsste es funktionieren. Bis zu 10 Einsätze am Tag hat Klaus Osters in den Sommermonaten. Eben hat sich Milchbauer Maximilian Kemnade gemeldet. 250 Tiere warten auf die Fütterung. Moin, Max. Hallo. Was hast du für ein Problem? Moin. Hallo. Die Greifschaufel, die öffnet sich nicht mehr. Und, kann ja kein Futter mehr aufladen. Ach so, ja. Der Teleskoplader ist ein Multifunktionsgerät und wird von den Landwirten zum Heben, Laden und Befüllen eingesetzt. Hoch und runter bewegt er sich noch, aber die dritte Funktion, Öffnen und Schließen der Greifschaufel, funktioniert nicht mehr. Nee. Muss denn alle noch füttern oder was? Hast du heute gar nicht gefüttert? Nee, wir müssen heute noch ein bisschen füttern. Deswegen, es wäre besser, wenn das wieder heile würde. Ja. Ja, immer gesprochen, ja. Viel Elektronik sitzt an der Unterseite. Klaus vermutet den Schaden dort. Wart ihr eventuell noch gestern im Wald damit? Naja, wir haben gestern ausgemistet und sowas. Ja. Und auf dem Acker waren wir auch die letzte Woche mal. Vielleicht irgendwie bei den Maisstoppeln. Okay. Aber hier scheint auch alles in Ordnung. Nein, ja. Brauchst du irgendwas? Ja, einmal messen. So, jetzt mal. Der Lader hat drei separate Steuerkreise. Klaus prüft, ob überhaupt Strom im Ventil an der Schaufel ankommt. Schätze mal, wir haben den Fehler schon. Wir haben hier ein absolutes Korrosionsproblem. Also ist alles verrostet hier. Jetzt kriegt die Spule dementsprechend auch keine Masse. Wir haben jetzt diese Korrosionsschicht. Also diese Rostschicht quasi einmal abgekratzt, um jetzt mal zu sehen, ob wir gleich da eine Funktion bekommen, der Fehler daherkommt. Weil Strom eigentlich liegt an. Probier mal ganz leicht, ob was kommt. Dritte Funktion. Kommt nichts. Kommt nichts? Nee.
So. Aber manchmal ist es wie beim Computer. Einfach nochmal neu starten. Test. Ah, guck, da ist er schon. Und dann geht's. Geschafft. Inzwischen ist es 16 Uhr. 5 Notfälle in 9 Stunden hat Klaus schon abgearbeitet. Ja, ist schon wieder heute gut was los hier, ne? Das ist aber, wie gesagt, das ist jeden Tag ist das anders. Das finde ich immer persönlich ist total interessant immer, weil immer ein anderes Problem irgendwo da ist. Also es wiederholt sich relativ wenig. Und man immer wieder neuen Herausforderungen dargestellt ist. Ne? Ein Problem ist noch ungelöst. Die Biogasanlage bei Bauer Markus Große-Albers steht noch immer still. Allein. Hast du schon mal erreichen können mit dem Ventil? Ehrlich jetzt oder was? Donnerwetter. Klaus hat Glück. Die Firmenchefin war gerade zufällig in Osnabrück und konnte das passende Teil mitbringen. Genau. Ja, dann bauen wir das zusammen. Wunderbar. Okay. Besten Dank. Ja, schon sehr. Also da brauchen wir auf jeden Fall nicht anfangen, um auch uns selber was zu bauen. Weil wir hätten wirklich jetzt den Kunden aus der Patsche helfen müssen. Jetzt hofft Klaus nur, dass das Ventil auch wirklich der Fehler war. Und dass es passt. Mahlzeit. Hallo Klaus, schön, dass du wieder da bist. Ja. Hast du was gekriegt? Ja, der Kalle, der hat uns was besorgt. Du. Das freut mich. Hat noch Glück, dass da die Chefin noch in Osnabrück war. Boah, da haben wir schon das Nächste. Was nehmen wir schon? Also baugleich müsste das sein. So. So, Klaus, ein Angriff. Hast du die Spule? Ist das dieselbe? Das ist dieselbe, ja. Alles klar. Das müssen wir mal probieren, wie das sitzt. Das sitzt aber auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. So, das müssen wir noch mal gucken vom Lochbild her. Kann das wohl sein, dass das nicht ganz so stimmig ist? Jetzt wird sich zeigen, ob Klaus' Vermutung richtig war. Können wir das gleich einmal simulieren? Alles ja, ne? Was? Ja, du kannst gleich schalten. So. So, wir haben auf jeden Fall jetzt diese Funktion, die wir vorhin gar nicht hatten. Wiederhergestellt. Wiederhergestellt, genau. Schieber ist zu. Und hier oben leuchtet gleich die Lampe wieder. Ist er in Endlage auf. Ja, gut. Klaus hat wieder einmal recht gehabt. Nee, ich hatte damals nach meiner Gesellenprüfung hatte ich noch mal Pneumatik-Lehrgänge besucht auch und hydraulische Lehrgänge, Hydraulik. Und das kommt dann natürlich dann auch zugute noch. Ne? Und fertig. Ja, alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao. 17 Uhr. Endlich Feierabend. Morgen ist Klaus Osters wieder im Einsatz und als Pannenhelfer im Erntestress.